So, auf den Tagesordnungspunkt 67, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Es gibt den Wunsch der Fraktion DIE LINKE, die Petition 1502 aus 19 getrennt abzustimmen. Lasse ich zuerst abstimmen. Wer der Beschlussempfehlung 1502 aus 19 zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine Enthaltungen. DIE LINKE, damit ist dies beschlossen. Dann die Beschlussempfehlungen alle miteinander zu den Petitionen 19, 21, 90. Wer stimmt zu? Das ganze Haus, ist auch keiner dagegen. Dann ist das einstimmig so beschlossen. Jetzt haben wir noch drei Beschlussempfehlungen ohne Aussprache. Top. Hier stehen drei bei mir. Die bei den Amtlichen hat morgen angekündigt worden. Die sind verteilt worden aus dem BVA gestern. Also, die wären heute Morgen verteilt worden. Sie sind ausgegangen. Es geht um den Punkt 73. Fangen wir mal an, vielleicht werden wir uns einig. Wenn nicht, machen wir es auch. Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 des Rechnungshofs, die Drucksache 19-2222. Dieser Beschlussempfehlung seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Das ganze Haus einstimmig. Dann habe ich hier Tagesordnungspunkt 83, Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Pflichtaufgaben der Kommunen vollständig finanzieren. Der Kollege Decke spielt Fußball, der ist gar nicht da, kann also auch nicht berichten. Das bedauern wir, aber es ist so, 19-2273 zu 19-2210. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, wer ist dagegen? DIE LINKE, wer enthält sich? SPD damit beschlossen. Und 84, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend KFA besser und gerechter gestalten usw. 19-2274 zu 19-2275. 25, ich sehe es ja. Der Kollege Schaus kriegt auch das Wort. Ja. Herr Präsident, wir bitten, die drei Ziffern getrennt abzustimmen. Machen wir auch, man macht ja alles. Also, wir fangen mit A an, das ist das Beste. Wir fangen anfangen. Wer dem Punkt A zustimmt, der Beschlussempfehlung bitte schon das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dagegen. FDP, Enthaltungen, SPD und LINKE, also beschlossen. B, wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE, mehrheitlich beschlossen. C, wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? SPD, FDP, wer enthält sich? DIE LINKEN, mehrheitlich beschlossen. Das waren die Beschlussempfehlungen. Jetzt wären wir am Ende der Tagesordnung. Ich will noch darauf hinweisen, dass jetzt der SIA im Anschluss an die Plenarsitzung im Raum 501a tagt. Wir sind am Ende der Plenarsitzung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Es war wie immer sehr schön. Wir sehen uns wieder morgen früh um 9 Uhr. Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.